Hi, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute trainieren wir zusammen den Po. Viele von uns Mädels oder Frauen trainieren, glaube ich, den Po ganz gerne, weil wir uns natürlich alle eine knackige und feste Rückseite wünschen, ne? À la J.Lo oder Kim Kardashian. Aber es macht tatsächlich auch Sinn, den Po zu trainieren, also auch für alle Jungs und Männer. Denn eine Po-Muskulatur, die ja sozusagen verkrüppelt ist durch das viele Sitzen, die gar nicht mehr richtig funktioniert, kann Probleme verursachen, zum Beispiel Hüftschmerzen oder auch Rückenschmerzen. Insofern seid ihr alle heute wieder herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir brauchen heute für das Workout einen Stuhl, beziehungsweise ja, ihr könnt auch einen Hocker nehmen, wenn ihr habt, oder einen Couchtisch. Der sollte ungefähr so hoch sein. Also wenn er sehr niedrig ist, dann kann es sein, dass ihr gleich bei einer Übung das Problem habt, dass es wirklich zu schwer wird. Und wenn das Ganze sehr hoch ist, wird es jetzt in der ersten Übung vielleicht zu schwer, dann aber zu leicht. Also versucht ungefähr ja, so einen Stuhl auf dieser Höhe zu finden und holt ihn euch jetzt. Und ansonsten braucht ihr wie immer eine Matte und ein Handtuch. Und dann geht es auch schon los. Wir wollen jetzt unserer Po-Muskulatur quasi auch erstmal Bescheid geben, dass sie gleich arbeitet. Wir aktivieren sie also. Und das machen wir mit einer Übung, die auch den Po super trainiert. Die kennt ihr vielleicht auch. Das ist eine der besten Übungen für Beine und Po, die Kniebeuge, auch Squat genannt. Die kann man auch aber eben, wie gesagt, super nutzen, um sich warm zu machen oder um die Muskulatur zu aktivieren, ohne viel Gewicht. Ihr stellt euch bitte Hüft- bis Schulterbreit, also irgendwo dazwischen auf. Das ist bei jedem ein bisschen abhängig davon, ja, wie die Hüfte eben beschaffen ist. Nicht zu eng, also bei mir ist es tatsächlich eher schulterbreit. Dann dreht ihr die Fußzehen leicht auf, 11 und 1 Uhr in etwa. Ihr könnt die auch ja, gerade lassen, aber ich würde euch empfehlen, probiert es aus, die leicht aufzudrehen. Dann wird es euch gleich leichter fallen, in diese Übung reinzukommen. Das hier ist die Kniebeuge. Bei mir knackt es gerade überall. Also ja, als würdet ihr euch auf einen Stuhl setzen wollen, leitet der Po und die Hüfte die Bewegung ein. Der Oberkörper bleibt möglichst aufrecht. Ihr fallt also nicht zusammen. Stolze Brust, Hände zusammennehmen vom Körper und super, super wichtig, damit ihr keine Probleme bekommt mit den Knien, schiebt die Knie raus. Und dann geht es nach unten. Wer kann? Wer dieses Bewegungsmuster schon eben gut kann und einen guten Bewegungsradius hat, der darf gerne richtig tief kommen. Tiefer als ja, Knie ist sogar wirklich ne, erwünscht, wenn ihr nicht zusammenfallt, aber mindestens auf Kniehöhe, wenn es euch möglich ist. Wenn das nicht geht, dann ja, bleibt gerne hier oben. Wichtig ist mir, dass die Bewegung sauber ist, dass die Knie nicht nach innen fallen. 15 Wiederholungen, wenn ihr nach oben kommt, dann immer schön den Po zusammenkneifen. 15 Kniebeuge. Wenn wir das geschafft haben, geht es los. Und wir gehen direkt zu unserem Stuhl. Die erste Übung ist ja das quasi Stuhlsteigen, aber einbeinig. Wir fangen an, das rechte Bein bleibt auf dem Boden und das linke setzt auf den Stuhl. Achtet darauf, dass der komplette Fuß auf dem Stuhl ist, dass ihr nicht sowas hier macht, das wäre doof, dann verletzt ihr euch im Zweifel. Ganzen Fuß absetzen, möglichst, ja, hier jetzt erstmal 90 Grad Winkel, aber ihr werdet gleich ein bisschen weiter nach vorne kommen, das ist völlig okay. Und dann aus der Kraft eures linken Beines schiebt ihr euch nach oben, wenn ihr nach oben gekommen seid, volle Streckung, also Po fest, nicht hier sowas, schön ausstrecken und wieder ganz kontrolliert, das war nicht so kontrolliert, wie es sein könnte, also es ist auch ein bisschen wackelig. Ganz kontrolliert arbeiten, nicht fallen und plumpsen, sondern ne, schön mit Kraft. 15 Wiederholungen, 15 Wiederholungen jede Seite. Knie wieder beachten, dass das nicht nach innen fällt, dass ihr das schön rausdrückt. Und dann ist die andere Seite dran. Rechten Fuß auf den Stuhl setzen, links bleibt unten. Und jetzt arbeitet die rechte Po- und Oberschenkelseite. Auch hier kontrolliert, also nicht kontrolliert, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, wäre halt sowas hier, ne? Irgendwie, also eigentlich macht man falsche Sachen nie vor, damit ihr das gar nicht erst seht. Aber ja, ich wollte es doch einmal
einmal nochmal gezeigt und gesagt haben. Also 15 Mal pro Seite, dann geht's weiter. Wir bleiben beim Stuhl und kommen zu einer anderen Übung, die wir ja einseitig durchführen. So einseitige Übungen sind übrigens super, super wichtig. Ihr werdet vielleicht gerade schon gemerkt haben, dass eine Seite besser funktioniert als die andere. Und das liegt daran, dass wir oft ja eine stärkere und eine schwächere Seite haben oder auch Disbalancen im Körper hat eigentlich fast jeder Mensch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ja die schwächere Seite auch einfach mal fordern, dass die auch mal alleine arbeiten muss, damit sich die Seiten im Zweifel eben auch gut angleichen. Und ja, so beugen wir auch Schmerzen vor. Und deshalb, unilateral nennt sich das im Übrigen, nur dass ich es mal gehört habt. Also unilaterale Übungen, einseitige Übungen, sehr, sehr wichtig in jedem Training. Und deshalb gibt es direkt die nächste. Stellt euch mit dem rechten Bein vor den Stuhl auf, schön gerade aufrichten und dann schieben wir uns, wie wir das gerade beim Squat bei der Kniebeuge mit beiden Beinen gemacht haben, mit jetzt auf einem Bein nur, nach hinten in die sitzende Position. Also einfach im Prinzip auf den Stuhl setzen, einfach. Aber kontrolliert, ne? Auch möglichst nicht runterplumpsen, sondern ganz kontrolliert arbeiten. Wenn ihr, werdet ihr merken, nach oben kommt, müsst ihr den Oberkörper leicht nach vorne legen. Das geht gar nicht, dass ihr dann so hier nach oben kommt. Also wäre sehr schwierig. Also nehmt euch ruhig leicht nach vorne aus der Kraft der Bein- und Po-Muskulatur. Kontrolliert nach oben und dann auch immer schön wieder in die volle Streckung und dann nach unten. Seitenwechsel, wenn ihr 15 Wiederholungen habt. Könnt mal gucken, was für euch angenehmer ist. Ob ihr direkt unten sitzend anfangt, dann ist es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger. Oder ob ihr stehend anfangt, das ist ganz egal. Knie, auch hier wieder darauf achten, dass das Knie euch nicht nach innen bricht. Dass ihr das schön nach außen schiebt. Das war die zweite Übung. Wir kommen zur Übung Nummer 3. Die kann auch im Zweifel ein bisschen wackelig werden. Das heißt, ihr könnt, wenn es gar nicht geht, euch auch festhalten. Das ist im Prinzip wie eine Standwaage. Rechtes Bein ist das Standbein. Achtet darauf, dass die Hüften jetzt beide vorne bleiben, dass ihr nicht aufklappt. Und dann schiebt ihr das Bein, das linke, ausgestreckt nach hinten. Ihr könnt, wie gesagt, euch auch festhalten erstmal, wenn es gar nicht geht. Und dann kommt ihr nach oben. So. Auch hier, ihr ahnt es schon, 15 Wiederholungen pro Seite. Das Bein schön nach hinten schieben, ausgestreckt. Und die Zehenspitzen könnt ihr mal versuchen, nach innen zu rotieren, dann bleibt die Hüfte zu. Wenn ihr nämlich so macht, ne, wenn ihr die Zehenspitzen nach außen schiebt, geht die Hüfte auf. Das meine ich mit Hüfte zulassen. Hüftknochen zeigen beide nach vorne. Dann könnt ihr die Zehenspitzen einfach leicht reindrehen. Das geht dann einfacher. Und hier werdet ihr jetzt vielleicht nicht nur den Po merken, sondern ihr werdet vielleicht auch die hintere Beinmuskulatur merken und vielleicht auch den unteren Rücken. Andere Seite, wenn ihr 15 Wiederholungen geschafft habt. Das ist jetzt in meinem Fall die schwächere. Ist auch zum Teil wirklich wackelig und schwierig. Dann müsst ihr euch vermutlich jetzt konzentrieren oder wenn es gar nicht geht, ne, haltet euch am Stuhl fest. Wenn ihr die 15 Wiederholungen habt, gehen wir zur nächsten Übung. Und das ist, den Stuhl brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist der gekreuzte Ausfallschritt. Wir starten in einer hüftbreiten Position, stolzer Stand, stolze Brust und dann schieben wir das rechte Bein, den rechten Fuß hinter das linke und fahren jetzt, indem wir die Beine beugen und den Oberkörper runterziehen, wie so ein Fahrstuhl mit dem Oberkörper nach unten, Knie setzt ab. Und jetzt drücken wir uns aus Po und Beinkraft wieder nach oben. Andere Seite. Linkes Bein setzt schräg hinter das rechte. Wir fahren wie ein Fahrstuhl runter. Beine beugen sich, Oberkörper nicht zur Seite drehen. Der bleibt möglichst nach vorne gerichtet. Wir drücken uns wieder nach oben und ja, machen das jetzt pro Seite 10 Mal. Und wenn ihr merkt, dass das gar nicht geht, dass ihr nicht so tief runterkommt, könnt ihr auch ein bisschen weiter oben bleiben. Ist gar kein Problem. 10 pro Seite und dann geht es auf den Boden. Das klingt ja erstmal nach Entspannung, aber nein, da muss ich euch enttäuschen. Es wird nicht entspannt natürlich, sondern
Es geht weiter mit einer meiner Lieblings-Po-Übungen. Hip Thrust nennt die sich. Stellt die Füße hüftbreit auf, legt euch ab, Arme kommen neben den Körper und jetzt schiebt ihr hier die Hüfte und den Rücken von der Matte weg. Spannt den Po richtig fest an und seid bitte eine Linie. Also das hier ist nicht richtig, ne? Das ist nicht der ganze Bewegungsumfang. Richtig schön eine Linie, Po fest. Und dann runter und hoch. Runter und hoch. 15 Wiederholungen machen wir auch hier. Dann habt ihr vielleicht das Gefühl, oh Gott, mein Po, der ist schon völlig zerstört. Wir haben aber noch ein paar Übungen vor uns. Und zwar noch eine quasi Extended Version dieses Hip Thrusts. Das geht noch ein bisschen mehr mit auf die Beininnenseiten. Wir heben den Po und öffnen dann die Knie. Führen sie wieder hüftbreit zusammen und setzen wieder den Po nach unten ab. Und bitte versucht jetzt nicht hier nach unten zu fallen, wenn ihr die Knie auseinanderschiebt, sondern bleibt oben in der vollen Streckung. Auch hier 15 Wiederholungen. Und immer schön auf den Po fokussieren. Auch wenn ja bei Po-Übungen oft die Beine eben mitarbeiten, weil man den Po ja gar nicht, wie auch bei vielen anderen Muskelgruppen, jetzt wirklich isolieren kann beim Training. Zumindest meistens ist das nicht der Fall. Aber ihr könnt eben wirklich die Übung effektiver machen, gestalten, wenn ihr euch immer auf die Muskelgruppe fokussiert. Mind-Muscle-Connection, immer schön an den Po denken. Wir haben noch ein paar Übungen. Und zwar kommen wir in den Vierfußstand. Ich werde jetzt einfach mal das Handtuch wegschieben, damit ich nicht rutsche. Vierfußstand bedeutet also, ne, die Handgelenke unter die Schultergelenke, Hände schön aufspreizen, dann habt ihr eine bessere Kraftübertragung. Knie unter Hüfte und dann geht das linke Bein nach oben, zieht die Zehenspitzen nach unten, also Fußflex sagt man, das hier wären gestreckte Zehen, ne? Aber die Zehen ziehen nach unten. Das Bein hat einen 90-Grad-Winkel und dann schiebt ihr das Bein nach oben und holt es wieder zurück in den Vierfußstand, aber setzt es nicht ab. Und auch hier 15 Wiederholungen. Ihr ahnt es, wir machen in der Regel 15 Wiederholungen. Gerade haben wir, glaube ich, auch einmal 10 gemacht, ne? Aber dann pro Seite. Ja, und wenn wir die 15 Wiederholungen geschafft haben, andere Seite. Rechtes Bein schiebt nach oben, 90 Grad Winkel, Fußflex. 15 Wiederholungen. Ich merke es schon. Ich habe aber gestern auch schon mein Po trainiert. Und das ist noch ein Hinweis für euch, wenn ihr Muskelkater habt. Das heißt, wenn wir jetzt heute den Po ordentlich trainieren und ihr dann morgen denkt, so, oh Gott, ich kann kaum noch sitzen, macht ruhig Pause. Macht nicht ruhig Pause, macht bitte Pause. Denn der Muskel wächst, wenn ihr nichts macht. So komisch, wie das klingt. Denn in der Zeit, in der ihr nicht trainiert, repariert der Körper ja die kleinen Risse, die entstanden sind und baut eben im Zweifel auch neues Material auf. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr zwischendurch immer pausiert und dass ihr jetzt nicht jeden Tag wie wild den ganzen Körper trainiert und immer wieder in den Muskelkater rein trainiert. Dann wird gar nichts passieren, dann werdet ihr nicht stärker, dann werdet ihr im Zweifel nur schwächer. Also das nochmal so ein kleiner Hinweis. Ihr konntet jetzt vielleicht auch, deswegen habe ich es auch gemacht, habe viel erzählt, damit ich auch durchatmen kann, damit ihr auch durchatmen könnt. Wir kommen wieder zurück in den Vierfußstand und jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht so einen blöden Winkel hier treffe. Das ist jetzt der sogenannte, und ihr werdet gleich wissen, warum, Dirty Dog. Wenn ein Hund pullert, ne, dann hebt er sein Bein an und das machen wir jetzt auch. Also ihr hebt erstmal das rechte Bein an, leicht über Matte oder Boden und dann öffnet ihr das Bein, also die Hüfte öffnet. Und je nachdem, wie flexibel ihr seid in der Hüfte, ich bin es so gar nicht, werdet ihr natürlich weniger weit hochkommen oder weiter hoch. Das ist völlig okay. Konzentriert euch auch hier auf den Po und dann ohne abzusetzen 15 Wiederholungen links und natürlich, wir wollen ja einen gleich großen Po und einen gleich starken Po, auch 15
Wiederholungen. Rechts. Oh, das tut gut. So, letzte Übung. Dafür könnt ihr euch wieder den Stuhl schnappen oder ihr geht an den Türrahmen, wenn ihr das möchtet. Ähnlich werdet ihr jetzt hier gleich bei der Übung nochmal in der Beininnenseite einen ordentlichen Stretch spüren, aber hoffentlich doch auch im Po. Konzentriert euch wieder auf die Po-Muskulatur. Das linke Bein ist jetzt das Standbein, das rechte Bein geht gestreckt, möglichst gestreckt zur Seite weg. Oberkörper aufrecht, also nicht natürlich sowas hier. Ne? Wir versuchen immer möglichst schön einen stolzen Stand zu haben. 15 sind geschafft. Übrigens merkt ihr das auch hier im Standbein vor allem. Dann andere Seite. Rechtes Bein ist das Standbein, linkes Bein geht nach oben. Wenn ihr 15 Wiederholungen geschafft habt, dann, gute Nachricht, ist der Zirkel, ich glaube es waren 8 Übungen insgesamt, zu Ende. Ihr könnt den Po vielleicht jetzt mal kurz ausklopfen, massieren und dann eben, wenn ihr Lust habt, wenn ihr noch Power habt, wenn ihr motiviert seid, sehr, sehr gerne von vorne starten. Anfänger gerne, ne, 1 bis 2 Runden, wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, 2 bis 3 und ganz Fortgeschrittene können gerne 4 bis 5 Durchgänge machen. Und ihr könnt sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, freue ich mich auch, mir Feedback geben, mir auch mal Bilder schicken, wie ihr gerade das Workout durchpowert, allein oder mit der Familie oder ja, Videos, Fotos und Videos. Und wenn ihr möchtet, gebt mir doch auch gerne mal Bescheid, was ihr euch wünscht. Also vielleicht habt ihr ja eine Körperregion, die ihr gerne bearbeitet haben möchtet oder ihr habt auch irgendwo Schmerzen, ne? Vielleicht Schulter oder Rücken. Also sehr, sehr gerne Feedback geben. Freue ich mich und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.